Der Energieausblick oder die Energievorhersage für Mai, der hat es in sich. Normalerweise sagt man immer vom April, der macht, was er will, aber die Energien für den Mai, die haben es tatsächlich in sich. Und ich würde sagen, große Überschrift, kollektive Bewusstseinsstörung. Ja, wenn ich jetzt mal mit meinen Sinnen, mit meinen übersinnlichen Sinnen, reingehe in den Monat und mich erinnere, dass ich im April von diesem Brodeln gesprochen habe, dann sehe ich jetzt im Mai als Basis unter dem Brodeln hat sich nämlich eine dicke Schicht gebildet, eine Basisschicht für das Brodeln. Das heißt also, das Brodeln hat nicht nachgelassen, sondern wird eher noch wachsen, ist geschürt worden. Aber ja, auch kein Wunder, denn wenn man so in die Politik hineinschaut, ist es ganz klar, dass eine zweite Stufe der Angst langsam entsteht. Ich würde sagen, die erste Stufe der Angst, in welcher viele Menschen verharren, das war ja die Corinna. Das Corinna-Zeitalter, wie ich schon mal genannt habe, das fing an mit der ersten Stufe der Angst. Man könnte auch sagen, das war ja ein super Ritual der Kabbala, ein magisches Ritual, durch das sich die Angst erst ausbreiten konnte. Und ich meine, vor Grippe hat ja auch niemand Angst, oder? Ja, und dann gibt es noch auch einen ganz witzigen Satz, den möchte ich euch jetzt gleich mal sagen. Der lautet, wie gut, dass niemand weiß, dass Grippe jetzt Corona heißt. Ja, also das sagt uns doch schon alles, ihr Lieben. Aber habt jetzt keine Angst, in Anführungsstrichen. Es gibt ja für alles eine Lösung und das werde ich euch natürlich auch nachher sagen, welche Lösung es gibt, dass wir alles in die göttliche Ordnung wiederbringen. Aber wir sollten von all diesen Dingen wissen und deswegen nochmal ein kurzer Ausflug nach Amerika jetzt, wo für mich die zweite Stufe der Angststeigerung gerade begonnen hat. Denn durch diese Truppenzusammenführungen, da steht ja eine Absicht dahinter. Und diese Absicht bringt die Menschen in ganz viel Angst, Angst vor Krieg. Und das ist das, die zweite Stufe. Also unten ist jetzt unter dem Brodeln hat sich jetzt die erste Stufe der Angst etabliert. Oben drüber ist das zweite Brodeln, was uns jetzt, wenn wir nicht aufpassen, die zweite Stufe der Angst bringen könnte. Denkt immer an den Satz, den ich euch vorhin gesagt habe. Wie gut, dass niemand weiß. Ja, das ist für uns Lichtarbeiter natürlich eine große Herausforderung, aber es heißt ja auch nicht umsonst Lichtarbeiter, denn wir arbeiten für das Licht, wir sind da für das Licht und für die Liebe. Wir können alles retten, wir können alles umschwenken, wenn wir denn das auch wollen, wenn wir es richtig wollen und verstehen. Also, wenn ich jetzt noch mal reinschaue in den Mai, dann gibt es also die erste Schicht, die Basis der Angst, die zweite Schicht, das Brodeln. Und oben drüber gibt es eine helle Schicht, die helle Schicht der Liebe. Die ist da. Und auf die sollten wir uns konzentrieren. Denn das ist tatsächlich unser Werkzeug. Das Werkzeug, was uns zur Verfügung steht, ist die Liebe und das Licht. Das ist das Beten. Das Beten, das Zusammenbeten, das Zusammenhalten und uns fokussieren auf das Licht und auf die Liebe, auf das Vertrauen. Ein Gedanke des Lichtes und der Liebe hat tausendmal mehr Kraft als ein Gedanke der Angst. Und deswegen ist es schon mal ein riesiges Geschenk, allein wie sich durch viel Liebe das andere alles ändern kann. Das möchte ich euch sagen und das solltet ihr unbedingt wissen. Geht aus dem Kollektiv heraus, lasst euch nicht so sehr beeinflussen.
Diese Kräfte, die wirken auch tatsächlich im Unterbewusstsein so, dass wir es manchmal gar nicht mitbekommen. Und die Politiker lassen sich ja dauernd irgendeinen anderen Blödsinn, hätte ich fast gesagt, irgendetwas anderes einfallen, was alles sowieso nutzlos ist, aber was so das Kollektiv in der Bewusstseinsstörung hält. Und jeder, der ausbrechen kann aus dieser Bewusstseinsstörung, der ist auf dem Weg der Liebe. Der ist auf dem Weg zur Befreiung von dem Ganzen. Wir wussten ja, oder naja, wir haben gedacht, es wird nicht einfach, die Übergangsphase. Aber dass sie so krass wird, das hätten wir uns alle nicht vorstellen können. Wir sind jetzt einfach mal mittendrin. Und da müssen wir jetzt auch durch. Wir haben ja extra dafür inkarniert. Ich kann es wirklich nicht oft genug betonen. Und dadurch, dass wir alle für das Licht zusammenhalten, haben wir viel mehr Kraft, als wie wir uns das vorstellen könnten. Dieser Kampf um die Freiheit, so ist der Monat Mai geprägt, dieser große Kampf der Freiheit und der Freiheit wieder für das Licht, der Freiheit für die Liebe und der Auflösung der Angst. Diese Möglichkeiten sind alle gegeben. Es ist wichtig, dass wir das verstehen und danach handeln. Denn es ist auch die Energie der Erleuchtung da. Diese Bewusstseinserweiterung, die durch das Licht geschieht, ist durch die anderen zwei Maßnahmen, also die Corinna-Zeit und jetzt die Truppenzusammenführungen, das ist eine Bewusstseinserniederung, weil man beabsichtigt, die Menschen noch mehr in die Angst zu bringen. Und wer in dieser Angst gefangen ist, der hat manchmal so Scheuklappen und versteht es gar nicht und ist, Angst ist schlimm, wenn man in der Angst ist, also dieses Zittern und so. Auf jeden Fall. Werdet euch dessen bewusst und erkennet, dass wir den Dimensionswandel, die Bewusstseinserhöhung durch die Liebe, allein durch die Liebe schaffen können. Dafür gibt es wundervolle Treffen hier im Internet, bei YouTube. Wir sind alle zusammen und die Videos werden geteilt. Es hören sich viele Leute an und dadurch wächst das Potenzial der Liebe und der Kraft. Es gibt auch noch ein ganz wundervolles Treffen im Juni in Marburg bei mir. Da seid ihr auch ganz herzlich eingeladen, mich persönlich kennenzulernen und mit einer Gruppe starker Lichtarbeiter für das neue Bewusstsein, für den Aufstieg zusammenzuwirken. Das sind unsere Mittel. Unsere Werkzeuge und die sollten wir einfach nutzen. Das ist wirklich unsere Aufgabe und dann geschieht die große Wandlung. Denn im Mai gibt es Wandlungskräfte. Es gibt einfach Wandlungskräfte, die wir aktivieren können. Und dann geben wir dieser Wandlungskraft eine ganz neue Form, nämlich hin wieder zu dem Positiven, zu dem neuen Zeitalter. Das ist ja das, warum wir hier sind. Die anderen, die sind hier, um das Gegenteil zu bewirken. Wir aber sind hier, um wirklich das Schöne zu bewirken, die Liebe. Und das gibt uns so viel Kraft, wenn wir zusammen beten, zum Beispiel. Gibt uns so eine Kraft und auch verbindet uns das mit dem Christusbewusstsein, mit dem Gottesbewusstsein. Es stärkt unsere göttliche Flamme, diesen Strahl, der aus dem Herzen, unserer göttlichen Flamme herauskommt, hin zu Gott und die sich dann beide verbinden, diese Flammen. Und das ist das, was uns aufbaut und Kraft gibt. Und das ist es, was wir tun sollten. Weil ich habe gelesen, in den Texten wird manchmal geschrieben, was sollen wir denn tun? Glaubt bitte an die Kraft der Liebe. Glaubt an die Kraft der Göttlichkeit, der unendlichen Liebe. Und glaubt daran, dass ihr alle ein Teil davon seid. Ich spreche jetzt für die Zweifler.
Die Menschen, die zu sehr im Verstand sind. Weil diese Dinge kann man natürlich nicht mit dem Verstand erklären und begreifen, sondern sie kommen hier aus dem Herzen heraus. Und das ist einfach unser Weg, den wir gewählt haben, der Weg des Lichtes. Und dadurch können sich dann die Strukturen noch mal ganz neu ausrichten, nämlich hin zu dem Guten. Und es ist niemals zu spät. Das dürft ihr wissen. Es ist wirklich niemals zu spät. Und es ist nur wichtig, dass wir nicht mehr diese alten Wege gehen. Also wenn es jetzt unter euch Menschen sind, die vielleicht verzweifelt sind, weil das alte Leben, auch das berufliche, weil das vielleicht zusammenbricht, weil es einfach ja kein Weg gibt, keine Idee gibt, wie könnte es jetzt weitergehen. Denkt nicht in alten Strukturen, sondern kommt in die neue Energie, guckt, was kann ich Neues machen, was kann ich mich anpassen an die neue Situation, um ein Teil davon zu sein. Geht also nicht in den Mangel, sondern geht in die Fülle des Neuen, was ja da ist, die Fülle des Lichtes. Also nicht an alten Dingen festhalten, an alten Strukturen. Es ist jetzt einfach die Zeit so, dass es sich ändert. Wir sind seit dem 21. Dezember 2020, Dezember meine ich, sind wir eingetreten in die neue, in das neue Bewusstsein, in das neue Zeitalter. Und wir stehen ja auch erst am Beginn der großen Veränderung. Das ist ganz wichtig und das lege ich euch sowas von liebevoll in euer Herz. Orientiert euch auf das Neue, denn wer am Alten festhält, der hat ganz, ganz große Probleme, weil es einfach nicht mehr klappen wird, dieses Festhalten. Deswegen versucht euch zu lösen von den alten Dingen, die vielleicht mal schön waren, aber die jetzt einfach nicht mehr passen. Denkt in neuen Strukturen, passt euch an und macht alles in Liebe. In Liebe, Vertrauen und im Licht. Geht die neuen Wege und dann kommen wir aus der Krise ganz gut heraus. Lasst einfach die alten Gewohnheiten los. Die sind nur Gewohnheiten. Das heißt noch lange nicht, dass sie gut sind. Ja, die passen jetzt einfach nicht mehr in die Zeit. Es ist die große Neuorientierung gefragt, damit wir aus dieser Bewusstseinsstörung herauskommen, die uns aufgezwungen werden soll. Aber wir haben ja alle unseren freien Willen. Wir lassen uns das nicht gefallen. Wir sind Lichtarbeiter. Ja, und jetzt lade ich euch natürlich ein zu einer ganz tiefgehenden Meditation oder zu einem Channeling. Ich weiß es jetzt noch gar nicht. Ja, ich lasse mich einfach tragen, tief im Vertrauen, dass das, was jetzt kommt, für uns gut und richtig ist. Ich habe im Hintergrund so ein schönes Sommerbild, so einen schönen blauen Himmel. Und wenn man das betrachtet, da geht einem doch, also mir geht da das Herz auf und ich fühle mich verbunden mit Gottes Liebe. Und ich weiß, ich kenne meine Aufgabe, das Licht zu verbreiten, die Menschen zu führen, den Menschen zu helfen, das neue Bewusstsein zu erreichen. Ich bin ein Bote Gottes. Und so wirke ich für euch in meiner tiefsten Liebe. Ja, und jetzt fangen wir an. Ich sprühe mich ein. Oh, ich nehme heute mal Jesus-Energie und Smarana, das ist die Gottesenergie. Beides zusammen. Oh, wow. Und in der Fülle natürlich. Yeah. Eine tolle Mischung. Und die schicke ich euch jetzt mal rüber so ein bisschen, dass ihr auch davon was habt. Ich weiß, dass einige von euch sogar das riechen können. Also freut euch auf das, was jetzt kommt. Und ich bin schon auch selbst gespannt. Ich stimme mich jetzt ein. Thank you.
Ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich schon immer war. Und ich bin, der ich ewig sein werde. Die Christusenergie strömt zu dir. Und ich umarme dich mit meiner Liebe, mit meiner Fürsorge und mit meinem Schutz. Schutz breitet sich über uns alle aus. Du bist sicher in meiner Liebe gebettet und ich reiche dir meine Hände, um dir fühlen zu lassen, dass du niemals alleine bist. Und ich schaue dir in deine Augen, damit du sehen kannst, wie sehr ich bei dir bin, damit du erkennen kannst, wie sehr die geistige Welt bei dir ist und wie sehr wir uns um alles kümmern, wie sehr wir die Energien auf die Erde senden, die Energien der Liebe, um dich in deinem Herzen zu berühren und um dir zu sagen, erkenne den Weg des Lichtes. Erkenne diesen Weg, denn du hast diesen Weg gewählt. Und so ist es wichtig, dass du diesen Weg jetzt auch gehst. Kraftvoll gehst, voller Freude und Vertrauen gehst. Die geistige Welt weiß genau, dass jede Botschaft, dass jede Energie dich stärkt und neu ausrichtet. Und so haben sich sehr viele Engel versammelt, welche dich tatkräftig unterstützen. Alles das, was du tun kannst, ist, aus dem Kollektiv auszutreten, deine Gedanken positiv auszurichten und zu beten. Geliebter Mensch, wir hören eure Gebete. Und wir nehmen die Energie dieser Gebete in unsere Hände und formen große Lichtkugeln daraus. Und je mehr Gebete ihr aussprecht, umso mehr Lichtkugeln können wir formen. Und diese Lichtkugeln, sie sinken auf die Erde, erhellen die Erde, bringen Licht in das Dunkle. Mit diesem Bild in deinem Herzen kannst du verstehen, um was es geht, wie groß das Große und Ganze ist. Stelle dir vor, wie viele Gebete wir schon gesammelt haben, wie viele Gebete sich schon auf der Erde als Lichtkugeln befinden. In diesem Moment des Erkennens wird dir klar, wie du helfen kannst. Und so lasse ich dir jetzt ein wenig Zeit für ein kleines Gebet, für ein tiefes, kleines Gebet von den Dingen, die dir wichtig sind. Und ich halte für dich die Energie.
Ein paar Worte des Dankes reichen schon aus. Ein paar Worte der Liebe erhellen das Licht. Ein paar Worte des Vertrauens vergrößern das Licht auf der Erde. Und so haben wir jetzt in diesem Moment wundervolle neue Energiekugeln des Lichtes und der Liebe von euch erhalten. Die geistige Welt und Jesus bedankt sich voller Achtsamkeit und Freude. Denn so hast du für das Große und Ganze gewirkt. Und so kannst du es, so oft du möchtest, tun. Jesus zieht sich nun zurück. Und ich schließe meinen Kanal wieder und komme auch zu euch. Ui, das war so überraschend, aber das kam durch das Jesus-Spray, was ich genommen habe. Deswegen war Jesus sofort präsent. Und welch wunderschöne Führung. Ich glaube, ihr wisst jetzt genau, was zu tun ist. Und so soll es sein. Jedes Gebet erhöht die Erdschwingung für die Liebe und für das Licht, für ein neues, wundervolles Zeitalter. Smarana, dass du heute hier warst. Smarana, für dein Licht und für deine Liebe. Und vielen Dank an die geistige Welt für die wundervolle Botschaft. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.